Lagerplatzimpressionen. Da hinten ist übrigens das Klohäuschen, das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Okay, okay. Ja, das ist dann eindeutig, ne? Oder gut, ohne Ende. Was auch nicht schlecht ist, wenn an der Ostsee Phosphor ist. Tada, das Klohäuschen. Die Luxusausführung inklusive Herzchen in der Tür und Abgasrohr. Na, wozu das wohl gut ist? Und es gibt einen Eimer Kalk, den man da hinterher kippen kann, damit es nicht ganz so stinkt. Ist recht effektiv, also von hier rieche ich nichts, aber ich habe auch eine schlechte Nase, muss man sagen. Und unten drunter ist noch eine Grube, also es ist nicht nur, dass man diese Kiste da voll macht, sondern es gibt noch eine Grube. Doch gut gemacht, muss ich sagen. Trotzdem gibt es Leute, die quasi neben das Klohäuschen machen müssen. Waren bestimmt irgendwelche Frauen. Die Männer würden sowas niemals tun. Und ihr seht, das Lager hat auch durchaus irgendwie eine schöne Aussicht da auf dem Bergwald gegenüber. Das heißt, Bergwald ist jetzt auch wieder übertrieben. Schon ein hübsches Plätzchen hier mit diesem Kiefernwäldchen. Aussichtsfelsen und die Feuerstelle ist auch super. Also kann man überhaupt nichts gegen sagen. Nett, nett. Ich werde auch langsam wach. Also der da schafft, das bin nicht ich. Nur fürs Protokoll. Also da ist einfach irgendein trockenes Holz in kleines Bändchen. Das war jetzt, glaube ich, der Kienspan vom Saarländer. Ah, ein saarländischer Kienspan. Genau. Sehr schön. Ja, der muss ja toll sein. Das ist von einer ganz alten Kiefernwurzel. Aha. Die war schon teilweise auf der einen Seite schon angerottet. Und da hatte ich wirklich dann solche Äumel rausgeholt. Ne? Also, das habe ich in den nächsten 10 Jahren. Ne? Ich habe kein Glück mit Kienspanbinden. Ich habe da einfach kein. Mir hat mal irgendwer hat mir mal das Angebot gemacht, dass er mir ein bisschen was schickt. Weil er im Kiefernwald wohnt quasi und das Zeug überall findet. Ich schicke dir ein bisschen. Nee, ich habe zu Hause, wie gesagt, ich habe massenweise von dem Krempel. Schnur mit dem unaussprechlichen Namen. Ja, wie heißt denn die? Nee, eben nicht. Da gibt es noch so eine zweite ganz tolle Schnur. Ich mache ein Video dazu. Also. Ach, dieses Dyneema-Seil. Genau, Dyneema-Seil, richtig. Was kann das Besondere? Ja, das habe ich auch noch. Das ist wohl scheinbar für seine Dicke unglaublich stabil. Okay. Da gibt es dann irgendwo so komische Angaben dazu in einer physikalischen Einheit, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Was ich dann unter dem Video nicht zugeben wollte. irgendwas mit Newton zu tun. Mhm. Ja, hast du eine Ahnung, in welcher Einheit man die Zugfestigkeit von Schnur angibt? Also Kilonewton wäre sinnvoll, aber ich weiß. Es ist irgend sowas in der Richtung. Also da steht aber noch ein D dabei und ich kann es dir jetzt auch. Pro Durchmesser. Ah, das kann sein. Oder Kilonewton pro Querschnittsfläche. Das kann sein, ja. Ah. So. Das macht dann sogar Sinn, dann kann man sich quasi selber ausrechnen, wenn man weiß, meine Schnur ist so und so dick, dann hält sie so und so viel. Ja, aber es geht ja eigentlich normal um wie viel Schnur, wird das nicht normalerweise angegeben, wie viel Schnur, wie lang die Schnur ist, bis du dann selber reißt. Ist das nicht das? Also das brennt. Wenn die nicht Schnur mehr. Überall gleich stabil ist, macht es eigentlich keinen Unterschied, wie lang sie ist. Rein, was hast du noch 50%. Das brennt, okay. Nicht mehr. Nur das Problem ist halt, dass der Querschnitt ist ja das, was das Gewicht hält mit dem Durchmesser quadratisch zu. Macht Sinn. Die Querschnittsfläche eher Sinn macht. Also ich glaube, es ist ein Satz, dass 1 Kilo sind ja 10 Newton. Und diese Angabe KNA, die dabei ist, ist gleich diese Umrechnung. Das heißt also gleich mal noch eine Null dran. Also A steht normalerweise für Fläche. Sperrfeuer. Naja, Funken macht ihr ja. Ach, also so ist das ja nicht. Ja, ja. Ah, jetzt wird Tampon. Das ist Cheaten.
Da habe ich meine gute Freundin gefragt, ob sie mal einen Tampon für mich hätte. Sie hat mich etwas komisch angeguckt. Das ist fürs Nasenputzen. Nee, ich habe schon gesagt, dass das zum Vorher machen ist. Aber dann hat sie mich erst recht für wahnsinnig erklärt. Achso, ich habe das mal getestet, wie gut die brennen. Das habe ich über dem Teppich gemacht. Ich habe das noch nie ausprobiert. Ich habe das Ding dann wohl bekommen und habe es dann irgendwo liegen gelassen. Und seitdem weiß ich nicht mehr, wo er liegt. Was, der Tampon? Man braucht die halt einfach so selten. In der Regel liegen die irgendwo im Bad. Wenn du ein Tampon nehmen wärst, dann darf ich so Alkoholtücher nehmen. Ja. Ich habe auch so Brillenputztücher, das müsste eigentlich auch gehen. Na, Brillenputztücher sind nicht mit Alkohol. Also nicht. Ja. Ja, genau. Yippie. Also damit kriege ich schon mal hin. Wenn ich mit meiner Frau gemeinsam im Wald festlege, dann kriege ich ihn vorher. Man kann ja so einen Tampon auch zu brennen bringen, wenn man irgendwie den aufrollt, Asche reinstreut, zusammenrollt und mit so einem Holzbrettchen ganz oft, ganz oft hin und her rollt, bis die Asche dann so heiß wird, dass sich das dann irgendwann selbst entzündet. Aber das ist so ein scheiß Aufwand und das Blöde ist halt, du brauchst halt Asche. Wenn du kein Feuer jemals gehabt hast, hast du auch keine Asche. Was auch gut geht, ist Desinfektionsmittel. Das kann man einfach einmal mit dem Feuerstahl anzünden direkt. Doch. Ja, das geht richtig gut. Habe ich in Schweden öfters gemacht. Ja. So. Probieren wir noch mit der Rettungssäcke färben. Ich will auch mal. Mein Stahl vergessen. Wo haben wir denn hier was Schönes? Da haben wir was Schönes. Weg. Das ist gar nicht so einfach, wenn man das weiß. Zu der kleinen Variante bin ich auch schon gekommen. Das Schwierige ist es dann zum Laufen zu bringen. Da muss man sich eigentlich gut drauf vorbereiten lassen. Ja, man muss eigentlich schon da. Ja, da muss sofort was haben zum Draufschmeißen. Ich bin jetzt ein bisschen dumm, oder? Also wenn du mit alter Birkenrinde arbeitest, ich zeige euch das gleich mal mit welcher, die man frisch vom Baum gesammelt hat. Wenn man das, genau so macht, wie Ben jetzt, dann fängt die nämlich an, weil die heiß wird, auf der einen Seite sich so nach innen zu rollen und erstickt das Feuer sofort. Upsa. Das ist semi-optimal. Ja. Suboptimal, oder? Ja. Ey, Boost funktioniert nicht. Fast. Aber manchmal schon. Bei mir hat jetzt aber eher das trockene Holz, was ich mitgebracht habe, gebrannt, als die. Also da könnte man jetzt schon irgendwas anderes mit anzünden. Ja, als die Rinde. Das Stück ist ein bisschen dicker, ne? Ja, dann. Dürfen wir andere zugesehen da? So lustigen Vorhaben. Aber sicher. Aber ich zeige euch mal zum Vergleich, wenn man Birkenrinde nimmt, die man frisch vom Baum gesammelt hat, habe ich welche dabei. Die geht nämlich nochmal erheblich besser. Weil die dann mehr von diesen ätherischen Ölen hat, ja, oder? Das geht nämlich ziemlich schnell verloren bei dem alten Zeug. Die brennt zwar immer noch besser als fast alles andere, aber nicht mehr so krass gut wie. Zumal gerade wenn man die wirklich direkt vom frischen Baum ohne Messereinsatz wirklich das Allerfeinste, was außen sich von alleine abhält, einsammelt, sieht das erstens so aus. Und brennt halt richtig, richtig gut. Ist das ganz normales Holz oder ist das... Nee, das ist Kienspan. Das ist wirklich Kienspan. Ich gehe mal schwer von aus, das sieht sehr so aus. Riech mal dran, wenn das ein bisschen harzig riecht. Und da hat man nämlich gerade auch, wenn das Zeug schon so gekräuselt ist, hat man auch eine hohe Oberfläche und dann lässt sich das ganz gut entzünden. Vorführeffekt. Ja, ich nehme auch die falsche Seite vom Messer. Na? Nein. Das ist auch schon ganz interessant. Du ziehst nämlich mehr das Ding nach hinten und ich habe immer das Messer nach vorne und habe mir dann alles umgeschlagen. Aber eigentlich stimmt es schon. Jetzt. Ja. Riech mal. Ja, das ist auf jeden Fall Kienspan. Oh, okay. Hundertprozentig. Cool, ich habe Kienspan. Nee, ich habe mal bei mir an meinem kleinen Grundstück ein Bushcrafter-Treffen gemacht und hat da eine so ein Riesenstück angeschleppt. Da. Richtig. Hart das Zeug. Also wir haben hier jedenfalls jetzt einen Haufen Kienspan gefunden. Was heißt ein Haufen? Aber da, also in diesem Ding jetzt hier, in diesem alten, fast verrotteten Zeug, das was noch nicht verrottet ist, enthält viel Kienspan. Da haben wir jetzt schon einiges rausgebrochen, was wirklich gut ist. Ich halte euch da mal spaßeshalber was in die Kamera. Also das hier ist, also das kann man auch an so einer hellen, rotlichen Farbe dann gut erkennen. Und wenn man da nochmal dran schnüffelt. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, dann riecht es halt harzig, dann ist es definitiv Kienspan. Das
das Stückchen hier zünde ich jetzt einfach mal ein bisschen mit rum und lasse den Kollegen da weitergraben. Der will gerade testen, ob es in der Wurzel auch Kienspan gibt. Bin gespannt. Danke. Was wollen wir denn jetzt eigentlich? Was müsste das? Das ist ein Holz. Ja. Bevor normal aufgeht, das ist ja nicht. Die dafür eigentlich mit Licht gemacht haben zu Hause? Oder war das ein anderen Kienspan? Was, wie? Früher hat man ja einen Kienspan genommen, um im Haus. Und zu leuchten? Machen. Ja klar, einfach so ein langes Stück und oben angezündet. Aber das brennt ja irgendwie einfach so, ne? Ja, ja, das ist jetzt nicht. Ziemlich lange. Das ist quasi einfach eine kleine Miniaturfackel sozusagen. Ja. Ätherische Öl ist das. Vor allem verrückt, dass es einfach so brennt, ne? So. Ben, wie glaubt ihr, das ist gutes Zeug? Cool! Guter Stoff für ihn. Wir sehen gerade, die Wurzel hat scheinbar funktioniert. Jetzt muss ich noch mein Feierstierchen finden. Ja, ja! Ja, ja! Oh, das ist ja ein schönes Stickjahr, großes, oder? Toll. Noch ein Schweizer Messer. Ja, alles, was außenrum ist, ist überall Kienspan. Nein, Advent, nicht kein. Da bist du oben, ist es. Noch nicht? Schön. Ah, aha. Ja, also das ist ganz eindeutig Kienspan. Das ist das Funken, das Zeug. Ist halt noch ein bisschen nass, das kann man dann schön sehen, wenn es da so blitzt und funkt, wo das jetzt Reste vom Firesteel sind, aber insgesamt ist es dann doch und knackt, dann ist es doch noch etwas nass gewesen. Aber klar, das haben wir ja auch jetzt ganz frisch aus dem Stämmchen rausgeholt, aber damit hätte man ja schon locker ein Feuer anzünden können, also bin begeistert. Was wir hier alles finden heute, das ist ja toll. Hier haben wir noch einen riesen Klumpen Harz übrigens. Ja. Das ist doch mal toll, Ben macht Video ohne, dass er die ganze Zeit labert. Also man kann hier schön sehen, dass ein Glock-Feldmesser tatsächlich ziemlich unverwüstlich ist. Da gibt's was zu holen. Hier in diesem Blatt rumfliegen, ich muss mal ein bisschen rauszoomen, dann sieht man wieder nichts. Hier ist Fichtenharz, haben wir einen riesen Klumpen gefunden, erfolgreich. Davon habe ich mir jetzt ein klein wenig was auf dieses Stöckchen gestrichen und jetzt wollen wir mal kurz testen, wie das brennt. Dann machen wir jetzt nicht die Mühe mit dem Firesteel, das Harz kriegt man insgesamt mit dem Firesteel gar nicht so gut an. Ne? Ne? Okay, ich bin auch zu blöd, ein Feuerzeug zu bedienen. Ich benutze die ja so selten. Okay, jetzt machen wir es doch mit dem Feuerstil. Da haben wir noch ein bisschen Kienspan. So. Machen wir noch ein bisschen mehr schnibbeln. Es geht! Das war von der Wärme vom Feuer. Also wenn hier irgendjemand schreit und begeistert ist, liegt das daran, dass jemand Feuer gemacht hat. Ich hab Gold gefunden. Wie, Gold hast du auch noch gefunden? Gold des Waldes. Ah. So teuer wie das Zeug ist. Ein Garmin-Navigationsgerät pro eine Portion Kienspan. Zu teuer. Definitiv. Aber siehst du mal, alles was hier halb vom Monat rumsteht. Schau mal, das ist gut gezeigt, oder? Das ist Wahnsinn. Boah, geil. Ja. Hey, und das steht da auch beim Buchschafterkampf, gell? Ja, da vorne ist auch noch der. Alles. Wenn du da in die Wurzel gehst, ist mit Sicherheit auch was drin.
falls du noch Gold suchst. So, aber jetzt. Also Stöckchen mit Harz drum. Mal testen. Alles, was am Modert hier rumliegt, ist auch Kiefer. Ja, Kiefer. Also ich weiß nicht, ob man es sieht, aber das Harz schmilzt erstmal, wenn man es heiß macht. Das kann man jetzt theoretisch als Kleber irgendwo draufschmieren, wenn man irgendeine Plane oder was klein kriegen will. Bis das anfängt zu brennen, dauert es vergleichsweise lange. Also das ist eine gute Unterstützung fürs Feuer, aber ein Zunder ist es eigentlich nicht. Da wolltest du noch graben? Na, das ist hier schon aus. So schnell, dass der Wind ist. Das ist ja einfach. Was dann letztendlich brennt, ist nämlich auch gar nicht das Harz, sondern quasi das harzgetränkte, also das flüssig harzgetränkte Stöckchen dann. Ja, ihr seht, das ist jetzt alles dahin getropft. Probiert das jetzt mit so einem kleinen Harzstöckchen übrigens auch zum ersten Mal. Aha, ja, jetzt brennt es doch. Hilfreich ist es übrigens auch, wenn man das dann andersrum hält. Bis das Holz dann halt mal richtig schön harzgetränkt ist mit dem Flüssigharz und dann brennt es auch ganz gut. Aber diese Pfütze mit Harz da brennt ja jetzt auch schon nicht schlecht. Das sollte jetzt eigentlich quasi ewig brennen, was ich hier gerade produziert habe. Das ist ein Harz? Das ist ein Harzklumpen mit Kienspan drauf. Kienspan zum Anzünden, weil Harz kriegst du mit dem Feuer so nicht an. Und wenn du jetzt nochmal ein Harzklümpchen oben drauf legst, das wirkt ja quasi wie Wachs. Schmilzt dann fröhlich vor sich hin, tränkt alles mit Harz. Was zuerst verbrennt, sind halt eben die ätherischen Öle, die dann vom Harz abdampfen. Und das eigentliche Brennmaterial, sprich jetzt hier der Kienspan, wird dann so gut wie gar nicht verbraucht. Hast du das selber gemacht, oder? Nee, das ist gekauft. Selbst gekauft. Genau, selbst gekauft. Ja gut, das ist relativ einfach, muss halt einen Kreis und ein Stück Leder haben und dann... Ja, das mit der Energieflasche, also ich habe auch eine, aber ganz ehrlich... Die Wasserflasche. Also du kannst auch PET-Flasche mitnehmen. Okay. Meine Meinung. Ja. Das ist, also ich habe mir die damals auch, ne, so von wegen, alles muss tactical sein. Also was halt ganz cool ist, gut mit der Tatonka-Flasche, ne, direkt außen rum, okay, ja, nochmal ein bisschen Platz gespart, aber grundsätzlich ist es halt eine Wasserflasche für, keine Ahnung, 15 Euro eine Plastikflasche. Dann hat es. Ja, das ist ja PPA-frei und alles, ne? Ja, weil cool ist es, dann trinkt es. Meine PET-Flasche, aus der ich meine Bergquelle trinke, auch nicht. Also ich kann oben auf den Deckel drauf drehen, hast den Schlauch dran, dann zieh die Flasche den Arsch rein. Das habe ich auch zu Hause. Das ist genial. Und Squeeze ist das, glaube ich, ne? Das reicht ja schon fast zum Tasse Kaffee machen, bis das hier verkohlt ist. Ja, aber ich glaube, die Hitzeausbeutung ist nicht besonders gut, oder? Ja, schon. Also schon im Sinne von nicht so toll, aber ginge. Würde lange dauern, aber ginge. Müsste man halt noch mal ein paar Klümpchen Harz reinschmeißen. Wenn ich jetzt hier einen flachen, noch so irgendwie was Kelchförmiges genommen habe, womit ich das ganze Harz davonrennen würde, ginge das natürlich noch mal besser. Und riecht gut.